Was macht eigentlich Coaching? Coaching ist dafür da, dass es dir im Beruflichen gut geht. Aber um das zu schaffen, dann muss es dir immer im Privaten auch gut gehen. Es blockiert dich. Das kennst du sicherlich auch. Du hast zu Hause schlechte Stimmung, hast Stress oder irgendwo was. Dann bist du nicht bereit für Höchstleistung. Ja. Was kann man denn noch machen, um sich doch einmal zwischendurch zu entspannen und auszuruhen? Naja, es gibt natürlich viele Varianten. Die eine Variante, die habe ich hier bei LinkedIn gelesen. Das ist die liebe Jana, die diesen Tipp gegeben hat. Den Namen schreibe ich hier mal unten rein. Und die hat dieses Powerschlafen, also dieses Powernappen gemacht. Dieses kurze Schlafen, mal einnicken. Und hier empfehlen die Spezialisten ja, ruh dich ruhig mal aus zwischen 10 und 30 Minuten. Nicht länger, weil dann wirst du gar nicht mehr richtig wach. Also der richtig da eine Stunde sich hinlegt, der wird Schwierigkeiten haben, erstmal wieder zu einer Höchstleistung zurückzukommen. Der wird wahrscheinlich müder sein als zuvor. Also dieses kleine Powerschläfchen ist dafür da, dass du dich kurz mal eben runterfährst. Du musst gar nicht richtig schlafen. Du musst nur bequem sitzen, musst dich dort wohlfühlen. Du darfst nicht gestört werden. Und dann kannst du mal wieder so richtig zwischendurch Energie tanken. Warum ist das so wichtig? Wir haben ja immer mehr Einflüsse, die auf uns zukommen im Leben. Berufsleben natürlich auch, ganz klar. Und da ist es auch mal gut, wenn dein Bewusstsein, Unterbewusstsein und wie die ganzen Teile alle hier oben heißen, doch einmal zur Ruhe kommen, sortieren und du frische Gedanken hast. Das heißt, du stellst dich einmal auf Reset. Und dann kannst du wieder frisch und fröhlich neue Sachen aufnehmen. Das funktioniert sehr gut und man hat auch festgestellt, dass diese 10 bis 30 Minuten maximal an kurzem Schlaf dir eine Energie bringen von einem Schlaf, der sonst 4 Stunden lang gehen würde. Aber da kannst du dich ja mal bei der Jana informieren. Spaß ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil ohne Spaß wird man immer Stress haben, wird man immer müde sein. Und da nützt natürlich auch nicht so ein kleines Powerschläfchen. Denn wenn ein Job schlecht zu einem ist und du passt da gar nicht rein, hast ihn aber angenommen, weil deine Eltern sind ja auch schon da im Krankenhaus beschäftigt oder deine Eltern sind Lehrer oder ich weiß nicht was, dann ist es natürlich für alle ganz wichtig, dass du ja die gleichen Interessen hast wie deine Eltern und du bist genau richtig und alle gratulieren dir zu diesem Job, den du nie machen wolltest. Ja. Und dann gibt's ein Burnout, ein Bore-out und wie diese ganzen Begriffe alle heißen. Und du wunderst dich, dass du nicht erfolgreich bist. Ja, du machst den gleichen Job wie dein Vater, verdienst viel weniger, kommst nicht in der Karriereleiter ganz nach oben und alle halten dich für blöder als dein alter Herr, weil du es nicht packst. Ja, was ist denn hier falsch gelaufen? Man kommt natürlich von vornherein in so ein Muster, was du alles kannst. Ja, du bist auch nicht sprachbegabt, dein Vater ist ja auch nicht sprachbegabt, du bist mehr der Handwerkliche, du bist mehr der und der und der. Ja, und das liegt bei uns in der Familie, wir sind alle bei der Feuerwehr und kochen können nur Frauen und ach, all so einen ganzen Quatsch. So, das muss man natürlich erstmal auf eine Reihe kriegen, was sind denn wirklich meine Interessen? Denn, wenn du richtige Interessen hast, dann kannst du das mit dem Burnout vergessen. Auch wenn du diese Modekrankheit vielleicht mal gern haben möchtest, um zu sagen, hatte ich auch mal. Ja, weil es scheint ja irgendwo modern zu sein. Oh, ich habe schon mal einen Herzinfarkt gehabt. Ich hatte schon 3. Ja, oder Magengeschwür oder irgendwo was. Das kann ja nicht das im Leben sein, dass man damit mit den anderen Leuten im Berufsleben konkurriert. Sondern, dass man zu seinem Leben findet. Es gibt Menschen, die arbeiten jeden Tag 12 Stunden und länger. Jeden Tag, ohne Feiertag, ohne Urlaub. Und die haben kein Burnout, die lachen, die haben Spaß. Wer das ist? Kinder. Kinder, die gehen der Beschäftigung nach, die ihnen viel Spaß macht. Wenn die in der Sandkiste sind, Burgen bauen oder ihrem Hobby nachgehen, die versinken in der Arbeit, die finden das toll, die lachen etc. Ja, und da wird nichts geregelt, da wird nichts bestimmt, sondern da wird einfach das gemacht, was einem viel Freude macht. Also, sei doch mal wieder Kind und dann denk doch mal darüber nach, was dich und welcher Job dich dabei unterstützen könnte.
Ich helfe dir gerne, melde dich ruhig bei mir. Euer Andreas Rietz.